nicht gleich immer nein, ohne auch nur hinzuhören. Jemand lädt dich gerne ein, du empfindest es als störend. Dein Freund, die Einsamkeit, zieht um dich einen Kreis, macht, als wärst du unnahbar, für dich aufs Abstellgleis. Dein bester Freund, die Einsamkeit, macht sich bei dir ja ganz schön breit. Und irgendwann glaubst du daran, dass alleine sein auch schön sein kann. Dein bester Freund, die Einsamkeit, verbietet dir die Zweisamkeit. Komm, reiß dich los, bleib nicht zu Haus. Mit dem Nächsten, der dich anlädt, gehst du aus. Wo warst du und wo gehst du hin? Fragen, über die man klagt. So mancher wäre froh darüber, er hätte wen, der fragt. Dann legst du dir ein Leben zurecht, auf das man nicht verzichten möcht. Ein paar Stunden wären schön zu zweit.